Kontrolltag in Zeven, Niedersachsen. Aus einem zivilen Fahrzeug heraus kontrollieren die Polizisten Christian Hubs und Janis Müller die Geschwindigkeit der Autofahrer. In der Ortschaft ist natürlich 50 km/h. Das überprüfen wir heute einmal mit dem Messgerät. Wenn wir dann einen Verstoß feststellen, dann ziehen wir den Pkw raus. Dafür haben wir unser anderes Anhaltekommando und die werfen dann halt dem Fahrzeugführer den Verstoß vor. Wir machen das hier, weil hier eine neue Bushaltestelle entstanden ist, wo natürlich auch zur Schulzeit Kinder aussteigen. Kinder gehören natürlich zur gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr, deswegen machen wir das hier. Nadine Stade und Steffen Büter ziehen die Autofahrer raus. Der erste Temposünder. Der Audi. Der hinter dem LKW? Hier kommt ein Audi hinter dem LKW, 70, den könnt ihr mal rausziehen. 70. Schnell, schnell, schnell. Schwarze Audi, schnell! Schnell, 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 schnell. Ja. Einmal hinter der Polizei links reinfahren, bitte. Deine Maschke ist hier runtergefallen. Das war nix. Die da? Danke. Ja. Wie viel zu viel hat er? 70 zu schnell, abzüglich 3 km/h sind wir bei 67 vorwerfbar. Okay, also, mein Name ist Büter von der Polizei hier aus Zeven. Wir führen eine Laserkontrolle durch. Sie wurden gemessen in Wehldorf hier mit 70 km/h. Da gehen 3 km/h von runter, sind also 67, 17 zu schnell. Ich hätte gerne einmal Führerschein und Fahrzeugschein von Ihnen. Sind Sie Halter? Ja, ich bin auch Halter, beziehungsweise ist das so, dass die meine Firma der Halter ist. Ja. Ich nehme den mal eben raus. Den kriegen Sie einmal wieder, nicht dass er wegkommt. Geht um die Anschrift, wenn Sie nicht Halter sein sollten, wo die Post vielleicht hingeht. Meine Firma ist hier. Also die kann ich auch nehmen als Adresse. Gut. 17 Euro. Ich habe im Kopf, es sind 25, aber ich gucke noch einmal. Dann besteht die Möglichkeit, das hier vor Ort quasi mit EC-Karte zu bezahlen. Ich habe das Geld bar dabei. Das geht nicht? Ach, das stimmt. Nee, machen wir seit 5, 6, 7 Jahren irgendwie so nicht mehr. Sehen Sie mal, wie oft ich ja. Ne, dann schicken Sie es zu. Okay, dann fülle ich jetzt mal eben kleinen Ermittlungsbeleg aus und komme gleich wieder, ja? Jawohl. Ich bin Soldat der Reserve, Fallschirmjägeroffizier. Und bin quasi heute in Reservedienstleistung. Komme von eben, fahre das Seedorf und fahre das Seedorf wieder zurück. Und das ist das erste Mal, dass mir das hier überhaupt so passiert ist. Doch auch beim ersten Mal gibt es ein Bußgeld. Da steht ein großes gelbes Ortsschild. Da kann ich sehen, ich bin innerorts. Jeder weiß, ich fahre 50 innerorts oder ich darf nicht mehr fahren. Und trotzdem pendel ich mich dann irgendwo, der eine bei 5 drüber, der nächste bei 10 drüber und manche pendeln sich bei 30 drüber ein, sage ich mal. Und irgendwo ist dann halt eine Grenze erreicht, dass wir sagen, da ist dann halt zu viel. Und in diesem Fall sind dann mit 17 km/h einfach ein paar zu viel gewesen. 2020 war überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1 in Niedersachsen. Die Polizisten wollen das mit ihren Kontrollen ändern. Also Herr, ich habe es einmal noch genau nachgeguckt. Es sind nicht 25 Euro, sondern 35 Euro. 16 bis 20 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Hier in Wehldorf halt innerhalb. 50 km/h sind erlaubt, 17 sind sie gefahren. So. Da bitte mal ein bisschen drauf achten, quasi auch in Zukunft. Ich vermute mal, Sie gehören nach Seedorf und fahren hier öfter durch, oder? Ich bin aber Soldat der Reserve, fahre hier trotzdem öfter durch. Ja, okay. Also ich sag mal, Wehldorf ist sowieso als geschlossene Ortschaft gern mal eine Strecke, wo durchgerast wird, weil es den Hügel so ein bisschen runtergeht und auch durch die Freiheit, die links und rechts herrscht, dass Sie also in Zukunft darauf achten. Wir stehen hier auch öfter, also in Wehldorf. Besteht auch immer die Möglichkeit, dass man da irgendwo kontrolliert wird, Geld bezahlen muss. Ja? Sie haben die Möglichkeit, sich zu diesem Verstoß, also den zuzugeben oder zu sagen, ich möchte mich da erstmal nicht zu äußern und möchte das Ganze quasi per Post kriegen oder ich gebe Ihnen halt nicht zu. Dann kriegen Sie es auch per Post und können sich aber trotzdem nochmal äußern. Ich muss hier gleich nur ein Kreuz machen. Mal zugeben und alles ist gut. Okay. Dann bekommen Sie jetzt von mir einmal Führerschein, Fahrzeugschein erstmal wieder und ich bekomme bitte dort eine Unterschrift. Geht nicht so schön, aber was anderes haben wir da nicht. Und dann bekommen Sie Post vom Landkreis Rothenburg. Der schickt Ihnen das dann zu und da steht alles weitere drin. Haben Gut. Sie sonst noch Fragen? Nein. Alles klar. Danke für Ihren Dienst. Ja, danke ebenso. Tschüss. Oh, ich habe auch ehrlich gesagt, gerade einfach war ich im Kopf woanders und habe zu wenig abgebremst und von daher glaube ich das auch.
dass ich 17 drüber bin und die machen nur ihren Job. Und das ist wichtig, dass sie ihren Job machen. Und ich habe einfach verzockt. 4 km/h mehr und der Mann hätte zusätzlich einen Punkt in Flensburg erhalten. Wenige Minuten später. In Mercedes, der letzte. Wir haben einen neuen. Hier kommt jetzt ein Trecker mit mehreren Pkw dahinter und da schließt jetzt ein Mercedes auf. Der ganz letzte. Der allerletzte hier, hinter dem VW. Der Mercedes, der jetzt kommt. Der schwarze.